kurz vor elf. NDR 1 Niedersachsen. Verkehrsservice. Vorsicht, erst einmal bitte auf der A29 Wilhelmshaven nach Oldenburg, im Kreuz Oldenburg Nord, nämlich ein Liegenbleiber. A1 Lübeck nach Hamburg, zwischen Kreuz Hamburg Ost und Dreieck Norderelbe, 9 Kilometer Stau leider. Es wird nämlich gebaut auf der Norderelbbrücke, da ist die rechte Spur gerade gesperrt, deshalb eine knappe halbe Stunde plus. Ab morgen 20 Uhr wird dann übrigens auch der mittlere Fahrstreifen bis Montag 5 Uhr gesperrt. Jetzt kommt es schon im Hamburger Stadtgebiet im Verlauf Bürgerweide Heiden Kampfsweg B75 statt auswärts zu erheblichen Behinderungen. Wenn es noch irgendwie geht, das Gebiet da weiträumig umfahren oder natürlich auf U- und S-Bahn ausweichen. A1 Osnabrück nach Bremen zwischen Neunkirchenförden und Lohne-Dinklage, 3 Kilometer Stau. Da hat es einen Unfall gegeben. Am besten fahren Sie da über die U7 und die U9. Die A1 Osnabrück nach Bremen ist zwischen Holdorf und Lohne-Dinklage nach einem Unfall gesperrt. Bitte unbedingt eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge bilden. A1 Osnabrück nach Bremen. Dann habe ich die A1 Hamburg nach Lübeck zwischen Dreieck Hamburg Südost und Billstedt, 3 Kilometer Stau. 3 Kilometer stockender Verkehr. A7 Hannover nach Hamburg zwischen Hamburg-Marmsdorf und Hausbruch. 2 Kilometer stockender Verkehr. A261 Richtung A7 zwischen Tötensen und Dreieck Hamburg Südwest. Dann habe ich noch die B71 Soltau-Uelzen zwischen Menzel und Eimke gesperrt auf beiden Seiten bis heute Nachmittag 16 Uhr. Und Kreis Hildesheim die Kreisstraße zwischen Groß-Lotke und Wetzum nach einem Unfall gesperrt. Es ist 11 Uhr. NDR 1 Niedersachsen. Aktuell. Mit Karin Jäger. Die Schlagzeilen.